Genau. Haben Sie sich eigentlich persönlich schon mal mit Ihrer Hausordnung direkt beschäftigt? Das ist ja auch immer ganz interessant, weil die ja meistens vorne direkt unten im Erdgeschoss aushängt, für jedermann sichtbar und gerne auch mal mit dem Hinweis drauf, sich auf die Hausordnung zu beziehen, seitens des Hausmeisters, den Sie ja vorhin auch erwähnt haben. Wir haben inzwischen einen anderen Hausmeister, eine Frau, die das eigentlich viel, viel besser hinkriegt. Unten im Treppenhaus hängt bei uns jetzt eine riesige Wandzeitung. Eine Wandzeitung mit Dutzenden von Fotos über den Bau des Sandkastens. Überhaupt ist diese Baustelle, Sandkasten, erinnert mich an die großen sozialistischen Baustellen der Vergangenheit. Auch so mit sehr viel mit sehr viel Pathos wird etwas eigentlich sehr Kleines gebaut. Okay. Und das ist im Prinzip so das Zentrale, was Sie damit jetzt verbinden, oder haben Sie ansonsten sich das einfach mal angeschaut, auch was so im Prinzip ja für den Hausmeister das Wichtige ist? Ja, das war die Initiative der Bewohner. Das hat wenig mit Hausmeister zu tun. Na, bei uns ist der Hausmeister eigentlich nur Verwaltung, so soll das auch sein. Okay, gut. Man darf sich nicht von dem Hausmeister runterkriegen, ja. Ja, wie Sie es erwähnt haben, genau, Genau, dass er leider dann, genau okay. so. Kommen wir vielleicht zu Ihrer Anfangszeit. Sie haben ja gesagt, genau, 1990 kamen Sie nach Berlin. Wie haben Sie eigentlich die deutsche Einheit an sich, die ja 1990 dann im Oktober ja, gefeiert wurde und jetzt 20-jähriges Jubiläum feiert und vor allem auch den Wandel Ihres Stadtteils Prenzlauer Berg erlebt? Da hat sich ja fast alles verändert eigentlich in den 20 Jahren, oder? Ist doch gut. Ich finde, das ist gut, wenn sich die Gegend verändert. Sonst wäre das langweilig. Wenn da immer die gleichen Menschen in den gleichen Kneipen mit dem gleichen Bier sitzen würden. So hat man das immer was Neues. Berlin ist eine Stadt in Bewegung. Wie viele deutsche Städte können von sich so etwas behaupten? Sie stecken doch alle, die sind im Süden, diese sogenannten reichen Städte, die sind alle. So ein Zuwachs zu einem Betrieb oder in einem Automobilkonzern, zu einer Arbeitsstelle, wo eben die ganze Stadt zum Arbeiten hingeht. Und wenn diese Fabrik oder dieser Konzern dann zumacht, dann ist die Stadt auch zu. Sie lebt nicht von allein. Oder im Norden ist das so oft dann das Gegenteil. Das ist dann Städte der Armut und der Hoffnungslosigkeit. In Berlin, obwohl es in Berlin kaum Wirtschaft gibt, und sehr viele Leute leben, die so irgendwie freischaffend, selbstständig über die Runden kommen müssen. In Berlin verändert sich die Situation fast jede Woche. Man kann nicht mehr Sicherheit sagen, wo heute eigentlich das hippe Zentrum ist. In Prenzlauer Berg glaube ich sicher nicht. Obwohl Mauerpark, das ist bei uns, das ist so diese ganz eigene, sehr typische, für Berlin sehr typische Sehenswürdigkeit, wo es weder Park noch Mauer gibt. Sondern einfach so eine unsichtbare Sehenswürdigkeit. Eine leere Fläche mitten in der Stadt, wo einfach sehr viele Leute immer herumrennen mit ihren Hunden, Kindern und Grillanlagen. Okay. Und genau, Sie schreiben ja auf Ihrer Homepage, dass Sie oft der Autor mehr fasziniert als das Werk, was Sie gelesen haben. Was fasziniert Sie im Allgemeinen an den Biografien anderer Menschen? Für mich besteht die Geschichte der Welt aus Biografien der Menschen, zumindest der menschlichen Welt. Das ist so, schauen Sie. Es gibt im Grunde genommen nur einen Zeitabschnitt, worüber wir urteilen können. Das ist die Vergangenheit, weil das so eine abgeschlossene Etappe ist und eine Sache, die man erzählen kann. Zukunft gibt es nicht. Ja, Zukunft ist das, was wir heute vielleicht noch machen. Und Gegenwart ist unklar, neblig, nicht schwer nachvollziehbar. Also nur die Vergangenheit bleibt, um etwas über unsere Welt zu erfahren, über die heutige Welt. Und diese Vergangenheit kommt zu uns ja in Form von Büchern, von Zeichen, irgendwie aufgeschrieben. Gut, vielleicht noch auch als Musik komponiert, aber als Musik ist dann schwer zu begreifen. Ja, als in Buchstaben eben. Und
Wie war Ihre Frage, Entschuldigung nochmal? Es ging darum, dass Sie gesagt haben, dass Sie der Autor mehr fasziniert oft als das ja. Werk an sich. Und die, ne, genau. Die Autoren sind die wichtigsten Menschen in dieser Hinsicht, weil sie herrschen über Vergangenheit. Heute können Sie mich fragen, was ist in Prenzlauer Berg eigentlich los? Und ich kann von Mauerpark erzählen und so weiter. Und Sie können das nachprüfen. Aber in 50, 60, 70 Jahren wird man dann nichts mehr nachprüfen können. Ja, man muss misstrauisch sein, natürlich auch den Büchern gegenüber und nach dem Richtigen suchen. Also das schon. Wie ist es, wenn Sie ein Buch schreiben? Schreiben Sie oft spontan oder wenn Sie Geschichten schreiben, spontan? Oder sagen Sie auch mal, heute setze ich mich hin und möchte auch auf jeden Fall Seiten schreiben? Ich suche bloß, für mich besteht die Welt aus diesen Geschichten. Man muss sie nur finden. Das ist wie Pilze im Wald. Ja? Sie tarnen sich, manchmal sieht man nur einen Teil davon und manchmal merkt man auch nicht gleich, dass das eine richtige, eine wahre Geschichte ist. Das ist eine Suche. Man kann sich hinsetzen, solange man möchte und sagen, ich will, aber da passiert nichts. Überhaupt, das Aufschreiben ist das Allerletzte. Viel wichtiger ist, die Geschichte zu finden. Sie aufzuschreiben ist überhaupt kein Ding. Diese sogenannten literarischen Qualitäten, die Sprache und so, sicher auch wichtig. Aber allein durch literarische Qualitäten kriegt man nichts hin. Oder durch die Sprache. Man muss die Geschichte haben.